Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt das Video von Insolito an, und zwar das mysteriöse Verschwinden von Chooch Crater. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ich hab wirklich starke Schmerzen. Danke für den verschenkten Sub vom Anonym. Wir haben folgende eigene True-Crime-Sache. Hier passieren gerade komische Dinge, sagen wir es einfach mal so. Ja, hier hat gerade eine Greta reingeschrieben. Hier hat gerade eine Greta reingeschrieben, völlig komisches Zeug aus dem Nichts. Und aus Nichts sind dann plötzlich 3 Kretas mir gefolgt. Kreta sieht alles, only Kreta, und Kreta ist back. Und ich habe allmählich Angst, dass hier irgendwas mit einer Kreta, also wenn sich hier jetzt auch irgendwie eine Kreta mit rumtummelt in diesem Video, dann bin ich, da habe ich Angst, muss ich an der Stelle sagen. Ich würde sagen, wir starten jetzt rein, aber mittlerweile, das ist alles sehr sass. Danke für den Support, Berliner und Rowan. Vielen Dank. Mal schauen, was jetzt hier los ist. To pull a crater. Das ist im US-amerikanischen Sprach. Junge, ich habe gerade nicht hingeguckt und dachte, to pull a crater. Alter, ey, wirklich. Ich kann das, ohne Scheiß, diese Zufälle, ich finde es sass einfach, ja. Sprachraum mittlerweile ein geflügeltes Sprichwort. Damit bezeichnet man umgangssprachlich einen plötzlichen Aufbruch, eine überstürzte Abreise oder ein mysteriöses Verschwinden. Und die Redewendung hat ein prominent. Junge, ey, das ist so das Psychose, was hier gerade passiert, ja. To pull a crater. Ey, das war jetzt wirklich gerade, der vierte Buchstabe war einfach fast Kreta. Ey, wirklich, ich krieg ja Herzinfarkte, das kann nicht der Ernst sein. Junge, danke für den Support. Danke, Schnecke, für die 5 verschenkten Subs. Übrigens, Kreta sieht dich. Folgt jetzt ebenso. Auch 2020 der Account. Es ist weird. Den nennten Namensgeber. Den Richter Joseph Force Crater. Er verschwindet 1930 spurlos in New York City und wird zu einer landesweiten Sensation. Bis heute ist der ungelöste Vermisstenfall von unzähligen Rätseln umgeben. Mehr als 16.000 Hinweise gehen innerhalb von 75 Jahren bei der Polizei ein. Und keine dieser tausenden von Spuren kann zu Joseph Crater führen. Zu dem Mann, für den die Boulevardpresse einen unheilvollen Namen findet. The Missingest Man of New York. 6. August 1930. Greta is watching all of us. Ja, ich habe Angst. Ich danke für die 5 Euro, Kim. Vielen, vielen Dank, Kim Julia. Schwierig. In New York City sind Korruption und organisiertes Verbrechen in den 30er Jahren an der Tagesordnung. Das ist ein offenes Geheimnis und in der lebhaften Metropole herrschen eigene Regeln. Davon profitiert auch ein Anwalt namens Joseph Force Crater. Er ist Mitglied der Tammany Hall Society. Diese wurde ursprünglich als eine brüderliche Wohltätigkeitsgesellschaft mit Nähe zur Demokratischen Partei gegründet. Allerdings ist Tammany Hall auch in zahlreiche Korruptionsskandale verwickelt. So munkelt man damals, einflussreiche Mitglieder würden prestigeträchtige Ämter an andere wohlhabende Mitglieder von Tammany Hall verkaufen. Joseph Crater lernt über seine Arbeit als Anwalt und in der Tammany Hall Society zahlreiche einflussreiche Personen kennen. Und 1930 wird er von niemand Geringerem als Franklin D. Roosevelt, dem damaligen New Yorker Gouverneur und späteren Präsidenten der USA, in den Supreme Court einberufen. Im Alter von 41 Jahren hat er damit eine mehr als mächtige Stellung in der New Yorker Gesellschaft inne. Es gibt Gerüchte, wonach Crater seine Position am Supreme Court erkauft habe. Gesichert ist das bis heute allerdings nicht. Man weiß nur, dass Crater kurz vor seiner Berufung in den Supreme Court 20.000 US-Dollar abgehoben hat. Was er mit dem Geld gemacht hat, weiß man nicht. Und das ist natürlich der ideale Nährboden für Gerüchte und Spekulation. Insbesondere durch seine Nähe zur Tammany Hall Society. Andererseits ist Crater als schon zuvor erfolgreicher Jurist durchaus eine logische Besetzung für den Posten. Aber wie auch immer Crater seine Stellung am Supreme Court erreicht hat, er wird sie nicht lange innehalten.
Jetzt bin ich gespannt. Machst sie halt auch schnell, gerade in solchen Positionen, wo er war, also Judge Crater, machst du dir ja auch schnell ein gewisses Feindbild wahrscheinlich bei vielen. Was dann wahrscheinlich auch Motive sind, aber mal schauen, vielleicht hat er ja noch andere persönliche Probleme. Man weiß es ja nicht. Im Sommer 1930 zieht Richter Joseph Crater sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Stella in sein Sommerhaus zurück. Es liegt an einem See in Belgrade, im US-Bundesstaat Maine. Zum Zeitpunkt des Urlaubs ist Joseph seit etwa 4 Monaten am Supreme Court tätig. Am 24. Juli klingelt im Sommerhaus in Maine das Telefon. Josephs Frau Stella erinnert sich später noch daran, dass Joseph den Anruf entgegengenommen habe. Sie wisse nicht, mit wem Joseph gesprochen habe, aber ihr Mann habe sich unmittelbar nach dem Telefonat auf den Rückweg nach New York gemacht, um etwas wieder in Ordnung zu bringen. Stella bleibt im Sommerhaus in Maine zurück, während Joseph eine Woche in New York verbringt. Danach kehrt er zu seiner Frau zurück. Das Ehepaar Crater setzt seinen Urlaub fort. Allerdings nur für 2 Tage. Denn am 3. August kehrt Crater wieder zurück nach New York. Er verspricht Stella, bald nach Maine zurückzukommen. Spätestens am 9. August, denn das ist Stellas Geburtstag. Die beiden wollen zusammen feiern. Abermals bleibt Stella Crater also in Maine zurück und wartet auf die Rückkehr ihres Ehemannes. Dieses Mal allerdings vergeblich. Joseph Crater kehrt nie nach Maine zurück. Und seine Ehefrau wird ihn nie wiedersehen. Das große Geheimnis. Die Nacht vom 3. auf den 4. August 1930 verbringt Joseph Crater in seiner Wohnung auf der Fifth Avenue in New York City. Am 4. August trifft er in der Wohnung auf ein Hausmädchen. Deshalb weiß man, dass Joseph den Weg von Maine nach New York definitiv unbeschadet zurückgelegt hat. Die beiden sprechen kurz miteinander. Die Angestellte sagt später aus, Joseph habe ihr erzählt, am 7. August wieder nach Maine zurückkehren zu wollen. So wäre er rechtzeitig vor dem Geburtstag seiner Frau Stella wieder zurück in Maine. Sowohl am 5. als auch am 6. August sucht Joseph Crater sein Büro auf. Sein Assistent Mr. Mara wird sich später daran erinnern, dass Joseph am Morgen des 6. August einige Akten sortiert habe. Dann habe Joseph Mr. Mara darum gebeten, bei der Bank 2 Schecks für ihn einzulösen, im Wert von 5.100 US-Dollar. Inflationsbereinigt wären das heute etwa 94.000 US-Dollar. Eine Summe, die auch im Tagesgeschäft des erfolgreichen Juristen Joseph Crater unüblich ist. Für wen oder wofür die hohe Geldsumme abgeholt werden soll, erzählt Joseph seinem Assistenten nicht. Zurück im Büro habe Joseph ihn mit einigen verschlossenen Aluminiumkoffern erwartet. Mr. Mara nimmt an, dass sich darin die zuvor aussortierten Akten befanden. Diese Koffer hätten Joseph und Mr. Mara dann gemeinsam in Josephs Wohnung gebracht. Danach habe Joseph Mr. Mara früher als üblich in den Feierabend geschickt. Es ist das letzte Mal, dass Mr. Mara seinen Chef sehen wird. Genau das erzählt Mr. Mara auch Stella, als sie Mitte August 1930 bei ihm im Büro anruft. Joseph ist nicht wie versprochen zu ihrem Geburtstag am 9. August nach Maine zurückgekehrt. Danke, liebe. Bezüglich der Kommunikation sind das natürlich ganz andere Zeiten und so dauert es einige Tage, bis Stella beginnt, Freunde und Bekannte anzurufen und nach Joseph zu fragen. Aber niemand gibt an, Joseph Crater gesehen oder von ihm gehört zu haben. Seine Spur verliert sich am 6. August. Stella sorgt sich, dass die Presse Wind vom Verschwinden ihres Mannes bekommt. Sie will Joseph eine potenzielle negative Berichterstattung ersparen, um seinen Ruf nicht zu schädigen. Also sucht sie selbst nach ihrem Mann. Allerdings ohne Erfolg. Das Ganze fliegt auf, als der Supreme Court am 25. August zusammentrifft. Josephs Fehlen fällt natürlich auf. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits seit 19 Tagen verschwunden. Die Polizei wird daraufhin eingeschaltet. Und das Verschwinden von Joseph Crater wird sofort zu einer Sensation. Genau wie seine Ehefrau Stella es befürchtet hat. Sofort werden Befragungen Joseph Craters professionellen und privaten Umfeld durchgeführt. Für die Ermittler ist es vor allem wichtig herauszufinden, was Joseph 2-mal aus seinem Sommerurlaub zurück nach New York lockte. Und natürlich, was er in den Tagen vor seinem Verschwinden in der Stadt getrieben hat.
Am 24. Juli verließ Joseph das Sommerhaus in Maine zum ersten Mal. Allerdings kehrte er nicht, wie bislang angenommen, direkt nach New York zurück, sondern nach Atlantic City, New Jersey. Dabei wird er von Sally Lou Ritz begleitet. Sie ist 22 Jahre alt und arbeitet am Broadway in New York als Showgirl. Die Polizei vermutet, dass Joseph eine Affäre mit Sally gehabt habe und dass sie ihn vielleicht im Sommerhaus angerufen hat, um ihn zu bitten, ein wenig Zeit mit ihr zu verbringen. Demnach könnten die beruflichen Termine, von denen er seiner Ehefrau Stella erzählt hat, eine einfache Lüge gewesen sein, um stattdessen ein paar Tage mit Sally verbringen zu können. Die Polizei nimmt an, dass Joseph und Sally knapp eine Woche zusammen in New Jersey verbringen. Danach kehrt Joseph erst einmal zu seiner Frau nach Maine zurück. Am 3. August verabschiedet er sich dann wieder und wird nicht zurückkehren. Am 6. August hat er seinen Assistenten Mr. Mara im Büro getroffen. Die beiden haben mehrere verschlossene Aluminiumkoffer in seine Wohnung gebracht. Laut Mr. Mara sollen sich in den Koffern die Akten befunden haben, die Joseph in seinem Büro heraussuchte, während der Assistent für ihn die Schecks einlöste. Als die Polizei Josephs Wohnung später durchsucht, fehlt von diesen Dokumenten aber jede Spur. Bis heute sind weder die Papiere noch die Koffer wieder aufgetaucht. Die Polizei findet heraus, dass Joseph einen Anruf tätigt, nachdem Mr. Mara seine Wohnung verlässt. Joseph ruft beim Boxoffice des Broadway an und bucht telefonisch ein Ticket für eine Tanzshow. Einem Bekannten von Joseph kommt dieses Detail später besonders merkwürdig vor. Denn er und Joseph haben sich die Show erst kürzlich zusammen angeguckt. Zwar wird später tatsächlich jemand auf dem Platz sitzen, den Joseph Crater gebucht hat, allerdings kann sich kein einziger Besucher der Show daran erinnern, Joseph im Publikum gesehen zu haben. Zumal dieser Joseph ja eigentlich auch ein bekanntes Gesicht sein sollte, ne? Also wenn du im Supreme Court sitzt, dann hat das schon ein bisschen was zu heißen und ich denke, dann hätte das bestimmt irgendwer, da hätte sich das ja safe rumgesprochen, ne? Und also das ist eigentlich relativ sicher. Statt Joseph dorthin gegangen ist also nicht bekannt. Man weiß aber, ich jetzt natürlich auch nicht weiß, wie bekannt das ist, aber ich glaube, der Supreme Court ist schon sehr, sehr bekannt. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Aber ich denke auch da würde sich das rumsprechen, wenn du der heutigen Zeit da jemanden siehst. Ich glaube, da weißt du ja dann eigentlich ganz genau, okay, yo, der war da. Ne? Also das wäre schon sehr sass, wenn das niemandem aufgefallen wäre. Okay, also ihr schreibt auch, der ist sehr, sehr bekannt. Aber das ist nicht Joseph war. Er war in einem Restaurant auf der 45th Street in New York City. Dort trifft er sich mit seinem Freund William Klein, der wie Joseph vor seiner Karriere am Supreme Court als Anwalt arbeitet. Und auch Sally Ritz, Josephs angebliche Affäre, ist wieder dabei. Um 21.15 Uhr verabschiedet Joseph sich von William und Sally. Er sagt, er würde nach Westchester fahren, um dort schwimmen zu... Stimmt. 1930 kannte man nicht jedes Gesicht. Gut, ich weiß nicht, wie es in den Printmedien da aussah, ne, Zeitungen und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie das damals war. Also gut, keine Ahnung. Das ist natürlich dann schwierig. Vom Namen her kannst du vielleicht schon ein paar. Ich weiß halt nicht, wie gehypt oder wie groß das alles war in Amerika. Die Presse war damals schon sehr anhänglich. Ja, also ne, man weiß es nicht. Aber ja, also es ist ja auch aufgefallen, als er nicht mehr auf dem Bild mit drauf war. Es ist ja den Leuten auch aufgefallen, dass er fehlt. Ja, also ich sag mal so, diese ganzen Vermutungen, Spekulationen, ne, man weiß nicht, was gewesen ist, ist wie immer, also ich finde, sowas macht mich immer bei diesen True-Crime-Sachen, auch bei Insolito, ein bisschen fertig, weil man so in mehrere Richtungen gelenkt wird, man alles plausibel findet und dann weiß man aber trotzdem nicht, was los war. Und am Ende des Tages ist es vielleicht gar keiner von den ganzen Fällen. Okay. Er winkt ein Taxi heran und setzt sich hinein. Es ist das letzte Mal, dass jemand Joseph sehen wird. Der Taxifahrer wird nie gefunden. Die Polizei befragt jedes Taxiunternehmen in New York City. Aber keines will Joseph Crater am Abend des 6. August transportiert haben. Josephs Spur verliert sich. Und bis heute bleibt der Richter verschwunden. Im Januar 1931 findet Josephs Frau Stella drei Umschläge in ihrer Wohnung, die sie zuvor mit Joseph geteilt hat. In den Umschlägen befinden sich 6.000 US-Dollar Bargeld. Sowie eine Liste von Personen, die Joseph Crater Geld schulden. Außerdem liegt eine kleine Notiz dabei.
Darin heißt es: Ich bin sehr erschöpft, Joe. Stella meldet ihren Fund der Polizei. Diese hatte die Wohnung nach Josephs Verschwinden zwar gründlich durchsucht, aber diese Umschläge sind ihnen dabei nicht aufgefallen. Entweder haben sie nicht so gründlich gearbeitet, wie sie sagen, oder aber jemand hat die Umschläge dort erst später platziert. Doch wer das weshalb getan haben könnte, ist bis heute eines der zahlreichen Rätsel in diesem Fall. In einigen Quellen heißt es, Sally Lou Ritt sei kurz nach Joseph Crater ebenfalls verschwunden. In anderen Artikeln heißt es, sie sei nach Josephs Verschwinden nach Youngstown in Ohio geflohen. 2014 meldet sich eine Dame bei einer Journalistin, die angibt, Sally Lou's Enkelin zu sein. Sie erzählt, Sally Lou habe sich nach ihrer Flucht aus New York einen neuen Namen angeeignet. Danach habe sie geheiratet und ein Kind bekommen. 2000 sei sie dann in recht hohem Alter verstorben. Im Juni 1939 wird Joseph Crater für tot erklärt. Zu diesem Zeitpunkt ist er seit 9 Jahren verschwunden. Seine damalige Frau Stella ist inzwischen wieder neu verheiratet, erhält aber erst jetzt die Auszahlung seiner Lebensversicherung in Höhe von 20.000 US-Dollar. Doch auch nachdem er offiziell für tot erklärt wird, lebt der Mythos um das Verschwinden weiter. Immer wieder melden sich Personen aus den gesamten USA, die angeben, Joseph in verschiedenen Bundesstaaten gesehen zu haben. Allerdings sind diese Meldungen mit Vorsicht zu genießen. Denn die Polizei lobt für Hinweise eine für die damalige Zeit unvorstellbar hohe Belohnung in Höhe von 5.000 Dollar aus. Und einige der Zeugen hätten dieses Geld sicherlich gut gebrauchen können, auch wenn sie dafür einen falschen Tipp abgegeben hätten. Keine einzige dieser Sichtungen kann verifiziert werden. Aber Jahre später gibt es doch einen Hinweis, der eventuell des Rätsels Lösung sein könnte. Die Rätselslösung. Es ist Frühling 2005. Richter Joseph Crater ist seit mehr als 75 Jahren spurlos verschwunden. Alle nach 75 Jahren. Wo du dir auch denkst, okay, ja, der Zug ist ja eh abgefahren. So, das Ding ist eh durch. Aber, ey, was ich mir... Ich könnte es mir vorstellen, aber dafür ist er vielleicht dann auch zu bekannt gewesen. Ich habe keine Ahnung. Denkt ihr, er könnte da untertauchen? Also irgendwie, Also natürlich ist es durchaus möglich, dass ihm was passiert ist und ich... Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass irgendwie was war und ist untergetaucht. Weil das zu der Zeit vielleicht noch möglicher wäre. Eine junge Frau namens Barbara O'Brien findet einen Brief. Er liegt im Haus ihrer Großmutter. Sie ist kürzlich verstorben und Mrs. O'Brien räumt nun ihre Wohnung aus. Der Briefumschlag ist handschriftlich mit einem Hinweis versehen. Nicht vor meinem Tod öffnen. Barbara entscheidet sich dazu, den Brief zu lesen und kann kaum glauben, was darin steht. Ihre Großmutter schreibt, ihr Ehemann habe Insider-Informationen zum Mord an Joseph Crater gehabt. Oh. Ihr bereits vor Jahrzehnten verstorbener Mann Robert Goods habe demnach zum Zeitpunkt des Verschwindens des Richters für die Polizei von New York City gearbeitet. Ebenso wie ein Kollege von ihm, Charles Burns. Charles habe allerdings ein Doppelleben geführt. Er habe nicht nur für die Polizei, sondern auch für die Murder Inc., eine berüchtigte kriminelle Vereinigung, gearbeitet. Und im Auftrag dieser soll er laut der Witwe seines Kollegen Robert Good den bekannten Richter Joseph Crater getötet haben. Sein Bruder Abe Rellis habe dabei geholfen. Die beiden Brüder hätten Crater in Coney Island unter der Uferpromenade in der Nähe der West 8th Street begraben. Dort, wo sich heute das New York Aquarium befindet. Barbara O'Brien ist mehr als irritiert. Sie hält den Brief für einen schlechten Scherz. Dennoch entscheidet sie sich dazu, den Brief ihrer Großmutter bei der Polizei abzugeben. Die Aufregung bei den Ermittlern und in der Presse ist zunächst riesig. Die Lösung des legendären Rätsels um Joseph Crater scheint mit einem Mal zum Greifen nah. Doch schon bald gibt es die Ernüchterung. In den 50er Jahren wurde die Uferpromenade komplett umgegraben, um das Aquarium zu bauen. Wäre Joseph Craters Leichnam dort wirklich vergraben worden, dann hätte er bei diesen Bauarbeiten eigentlich freigelegt werden müssen.
Deshalb wird die Spur des Briefes der verstorbenen Großmutter von Barbara O'Brien nicht weiter verfolgt. Und es ist nicht das erste Mal, dass eine Fährte in diesem Fall im Sande verläuft. Boah, ist das hart. Also du hast eine Spur, aber dann sagst du, ja, das ist schwer zu sagen, Mann. Das ist generell bei True Crime, ne? Die ganzen Optionen. Aber warum sollte jemand sowas reinschreiben? Das verstehe ich wieder nicht. Warum sollte jemand in so einem Brief etwas schreiben, dass man wusste, was passiert ist mit dem? Das verstehe ich einfach nicht. Entsprechend. Ja, vor allem weißt du ja, du weißt auch nicht, wie tief man graben müsste, wo genau. Vielleicht hat man die Person da. Ja, weiß nicht, ob man die übersehen kann. Ranken sich bis heute viele Theorien um den Fall. Klingt einem das was? Im Wesentlichen nimmt man an, dass es drei verschiedene Szenarien geben könnte, die das Verschwinden von Joseph Crater erklären würden. Die Theorien. Die wohl harmonischste Theorie wäre, dass Joseph Crater einen Neuanfang gewagt haben könnte. Er war sehr umtriebig im Nachtleben von New York, soll Affären gehabt und gern gefeiert haben. Ein starker Kontrast zu seiner prestigeträchtigen Stellung am Supreme Court. Womöglich wurde Joseph dieses Doppelleben einfach zu viel. Das könnte zumindest erklären, weshalb sein Assistent kurz vor seinem Verschwinden so viel Geld für ihn abhob. Und die Buchung des Broadway-Tickets könnte eine bewusste Maßnahme gewesen sein, um die Polizei zu verwirren und die Ermittlungen zu erschweren. 1936 behauptet ein Goldsammler namens Lucky Blackheart, er habe Joseph in Kalifornien getroffen. Er habe ihm gegenüber zugegeben, Joseph zu sein und zu hoffen, bald offiziell für tot erklärt zu werden. Auch mehrere andere Personen geben an, Joseph in Kalifornien gesehen zu haben. Dort habe er ein neues Leben begonnen. Doch wie wahrscheinlich ist das wirklich? Würde ein Jurist, der seit gerade einmal 4 Monaten am Supreme Court arbeitet und auch noch vom Gouverneur persönlich ausgesucht würde, wirklich alles von einem Tag auf den anderen aufgeben? Boah, ich glaube, also ja gut, aufgeben, das ist so eine Sache, aber vielleicht hast du ja auch eine riesige Drucksituation, auch mit deinem Leben, mit deinem Beruf. Vielleicht hat er es nicht mehr ausgehalten, er hat zu viel Druck oder hat generell auch zu viele Feinde gehabt, man weiß es nicht. Man weiß ja nie die Beweggründe dahinter, warum man untertaucht. Boah, aber irgendwie ist das eine Theorie, die ich, nach dem, was ich jetzt gehört habe, die ich mir echt noch vorstellen kann. Viel ist über Joseph Craters Charakter nicht bekannt. Aber sehr wahrscheinlich wirkt diese Option nicht. Ja, schade. Joseph Crater soll sich neben seinen Affären mit Showgirls von Broadway auch regelmäßig mit Sexarbeiterinnen getroffen haben. Er soll mit Polly Adler, einer Zuhälterin, die mit vielen Mitgliedern von Tammany Hall zusammenarbeitete, bekannt gewesen sein. Polly Adler schrieb später eine Autobiografie. Und in einem der Erstentwürfe soll es eine Passage über Joseph Crater gegeben haben. Der Abschnitt sei später gestrichen und nicht veröffentlicht worden. Gerüchten zufolge soll Polly aber geschrieben haben, Joseph habe am 6. August 1930 ihr Bordell besucht. Also an dem Tag, an dem er auch von seinem Assistenten und Freunden zuletzt gesehen wurde. Hey, wie krass ist das, dass sie das reinschreibt? In einem der Zimmer sei Joseph tot aufgefunden worden. Er sei zu diesem Zeitpunkt mit einer Sexarbeiterin alleine im Raum gewesen. Joseph sei einfach zusammengebrochen und an Ort und Stelle gestorben. Um kein Aufsehen zu erregen, habe Polly Adler dann 2 befreundete Gangster herbeigerufen, die Josephs Leichnam verschwinden ließen. Dieses Gericht basiert aber ausschließlich auf Hörensagen. Die Polizei konnte die angeblichen Erstentwürfe von Pollys Autobiografie nie finden. Womöglich hat sich der Mythos an dieser Stelle einfach weiterentwickelt oder jemand wollte Polly mit dem Erfinden der Geschichte eins auswischen. Nein, also ich halte da eher die Variante zuvor, halte ich wahrscheinlicher, als dass das passiert ist. Es gibt auch keine Zeugen, die Joseph Crater am 6. August in der Nähe des Bordells gesehen haben wollen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Gerücht, von dem ich euch am Anfang erzählt habe, dass Joseph Crater sich seine Position am Supreme Court angeblich erkauft habe. Dieses Gerücht rührt nicht nur von der hohen Bargeldabhebung unmittelbar vor seiner Einstellung her, sondern auch von seiner Nähe zur Organisation Tammany Hall. Und dem Fakt, dass Joseph viele Gangster kannte, aufgrund seiner Ausflüge ins Nachtleben.
denkbar wäre, dass seine hohe Position am Supreme Court einigen ein Dorn im Auge gewesen sein könnte. Am Tag vor seinem Verschwinden soll Joseph Crater mit einer weiteren Frau gesehen worden sein. Ihr Name ist Jane Bryce. Ähnlich wie Sally Ritz arbeitet sie als Showgirl am Broadway. Jane Bryce soll Verbindungen ins New Yorker Gangstermilieu gehabt haben. Deshalb gibt es einige Theorien, wonach Bryce eine Art Lockvogel dieser Gangster gewesen sein könnte, um Joseph zu erpressen und dann in eine mörderische Falle zu locken. Das würde zumindest die beiden Scheckeinlösungen am Tag vor seinem Verschwinden erklären. Allerdings erscheint die Theorie sehr vage. Jane Bryce macht im Fall Joseph Crater nie eine Aussage. Denn einen Tag vor einer geplanten Anhörung verschwindet sie spurlos. Erst viele Jahre später, 1948, taucht sie in einer psychiatrischen Anstalt wieder auf. Weitere Angaben zum Fall Joseph Crater gibt es von ihrer Seite nicht. Josephs Vorgesetzter, der damalige Senator Robert Wagner, sagt in dem vermissten Fall übrigens ebenfalls nicht aus. Er sagt, er habe den Vermissten nicht gut gekannt. Und das, obwohl es einige Belege gibt, wonach die beiden sich gut gekannt hätten. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf eure Kommentare und Theorien. Auch wenn es nicht allzu viele... Okay, also ich finde alle Theorien, was passiert sein könnte, also... Ich sage, es ist irgendwas ganz anderes. Am Ende ist es ganz anders gewesen. Er ist weder untergetaucht, noch ist er irgendwie in dem Bordell zusammengeklappt und dann gestorben. Oder es ist bestimmt irgendwas ganz anderes gewesen. Information. Was halt, ist halt wirklich mies. Weil so bleibt halt das komplett offen. Man kann damit auch nicht abschließen. Zu dem Fall gibt, eignen sich die bekannten Einzelheiten hervorragend für eine spannende Diskussion. Was glaubt ihr, was mit Joseph Crater passiert sein könnte? Hatte er sein altes Leben satt und wollte noch einmal von vorne beginnen? Gab es einen tragischen Unfall? Oder war Crater als Richter im New Yorker Nachtleben den falschen Personen über den Weg gelaufen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Sollte das Video euch gefallen haben, hinterlasst gerne ein Abo, Like und Kommentar. Also ich hinterlasse ein Like, Abo ist ja ohnehin am Start. Ich glaube, bei so einem Fall, das ist ja komplett, das kann ja alles sein. Ja, theoretisch ist dem Blumentopf auf den Kopf gefallen, dann ist er gestorben. Und dann ist er in so ein Loch reingefallen, das wurde zugeschüttet wegen Bauarbeiten und dann, oder irgendwie hat dem Vogel ins Auge gekackt und dann ist er irgendwie in so ein Loch rein oder in einen Brunnen gefallen oder was. Am Ende ist es noch komplett banal. Weil guck mal, dass jemand untertaucht, ist dann doch wieder komisch, weil irgendwo gibt es doch jemand, der den dann... Also, dass mehrere Leute den erkennen, oder? Also, gerade wenn man vielleicht auch ein bekanntes Gesicht ist, ich weiß ja nicht, wie sich das rumgesprochen hat, aber da wird es ja damals bestimmt auch ganz viele Vermissten-Zeitungen gegeben haben oder viele Bilder von ihm. Irgendwo, also da hat ihm ja vielleicht ein, zwei Leute, haben ihn angeblich erkannt, aber es müssten doch dann mehr Leute gewesen sein, vor allem auch über die ganzen Jahre nicht. Schwer. Also es ist einfach schwer. Ich glaube, das ist so ein Fallding, den kannst du einfach nicht lösen. Und ich glaube, den kannst du nicht nach wie viele Jahre sind es jetzt? Das sind ja keine 75 Jahre mehr, das sind ja fast 100 Jahre. Ja, wir reden hier von 94 Jahren. Da ist es auch Quatsch eigentlich überhaupt noch danach zu ergründen, wie das passiert ist, weil das ist so lange her, da Spuren zu finden, ist echt zu schwierig. Ihr kennt es. Falls ihr das Video ohne Werbung und Zensur sehen möchtet, abonniert mich gerne bei Patreon. Okay. Sehr interessanter Fall, gleichzeitig natürlich auch bitter. Hier schreibt jemand, ich tippe auf Betonschuhe, passt sehr gut in die Zeit und würde ebenfalls erklären, warum er nie wieder aufgetaucht ist. Es könnte sein, dass die Firma, welche damals das Aquarium gebaut hat, den Knochenfund nicht gemeldet hat, um Bauverzögerungen zu vermeiden. Boah, auch möglich, ne? Also auch interessant hier. Ein untreuer Ehemann, eine Ehefrau, die ihn nicht vermisst meldet. Ich dachte gerade so an 30er Jahre, Al Capone, Prohibition und Blöpigung. So viele Daten und Bildmaterial für diese Zeit ist erstaunlich. Das war bestimmt schwierig. Ja, also schwer, ne? Schwer. Aber das war eigentlich auch gerade interessant. Also erstmal, dass du diesen Bauunternehmen, das kann durchaus sein. Ich finde, das in dem Bauunternehmen, das klingt wirklich relativ gut. Das in den Betonschuhe, keine Ahnung, aber es ist auch auf jeden Fall, ja, es ist alles möglich am Ende des Tages. Ihr könnt ja gerne mal eure Theorien in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ja, ist ein,
Ist ja schon irgendwo ein spannender Fall, aber irgendwie die Möglichkeiten sind ja endlos. Ja, und wenn ihr nichts sonst weiter reinzuschreiben habt, dann schreibt gern Greta in die Kommentare, weil, also das war heute, also das war sehr sass. Wir reden über Greta und wie gruselig das hier ist, dass irgendjemand hier die ganze Zeit sich als Greta oder mir mit Greta-Account folgt und das vierte Wort in diesem Video ist Greta, das hier. To pull a crater. Das ist viel zu gruselig gewesen. Ja, Leute, schreibt Greta in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Der Link zum Video von Insolito ist selbstverständlich in der Beschreibung. Checkt das gerne ab. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen erholsamen Tag. Und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin. Und ciao, ciao.